Moin, hier ist wieder André aus Hamburg und heute gucken wir uns die 75309 neu an von Lego Star Wars. Und das ist das UCS Gunship. Das geht jetzt im Dezember vom Markt. Ich habe die letzte Chance, das zu kaufen. Das kriegt ihr schon ganz easy bei Bricklink ab 250 oder vielleicht sogar noch günstiger irgendwie gebraucht. Ja, jetzt würde ich sagen, lohnt sich das? Das ist eine gute Frage. Das Ding selber ist sehr gut. Das kann ich schon mal vorab sagen. Und ich kann so ein bisschen die Kritiken verstehen, gehen wir gleich mal drauf ein. Das andere ist, das ist so Kategorie Kind, Hund, Auto. Ihr müsst euch überlegen, ob ihr euch das kaufen wollt oder irgendwie sonst wie bekommen wollt. Das hier ist mit Abstand das größte und sperrigste Lego-Set, das ich kenne. Und ich denke da auch an den Eiffel Tower oder die Titanic und natürlich die anderen Lego-UCS-Sets. Die Sache ist die, der Tower ist einfach vertikal groß und die Titanic einfach lang. Das hier ist ein absolutes Biest. Das ist gigantisch. Die Spannweite ist größer als die von dem UCS Millennium Falcon, um ein paar Zentimeter. Und das ist auch doch relativ schwer. Es lässt sich gut packen. Ist auch ein Ständer dabei, den habe ich jetzt so halb gebaut und dann werde ich das wohl hinterher mal da draufsetzen. Vorne habe ich schon mal die Plakette und so weiter alles abgelassen, dadurch wird es halt weniger sperrig. Man kann es aber auch so gut einfach um den Schreibtisch stellen. Oder um den Schrank oder sonst wohin. Ich zeige euch mal kurz die Box. Also versuche euch die Box zu zeigen. Hier, die Box ist gar nicht mal so groß, dafür aber sehr, sehr schwer. Das liegt auch an der absoluten breiten Anleitung, die dabei ist. Hier ist die Rückseite. Alles sehr, sehr simpel gehalten und ein bisschen steril. Technische Zeichnungen drauf, ein paar Bilder aus dem Film. Wo haben wir denn jetzt die Anleitung? Schau mal eben. Hatte ich auch schon im Video schon vorher gezeigt. Ist ein absoluter Brocken. Da sind ein paar Stills bei aus Attack of the Clones. Ich finde den immer noch, sag ich jetzt mal, sehr schwach. Aber es erinnert jetzt daran, dass die ganzen Sets, die rauskommen, und vor allem die Clone Trooper, ja, zur absoluten Legende geworden sind. Da kann man ja nichts gegen sagen. Dabei ist ein namenloser Pilot. Finde ich ganz okay. Halt so wie die Clone Trooper sind. Und dann nochmal Mace Windu. Ich glaube, die sind vom Preis her jetzt auch nicht so hoch, weil von den Troopern gibt es halt jede Menge. Der Mace Windu ist jetzt bei diesem Tank mit dabei dieses Jahr. Der geht auch vom Markt. Aber den kriegt ja so irgendwie, ich glaube, der ist so um die 10 Euro wert oder so. Also jetzt nicht so aufregend. Ich glaube, deswegen ist das Set auch gebraucht relativ günstig, weil die Minifiguren halt nicht so durch die Decke gehen. Es sind auch nur die beiden. Das Ding selber, also man kann es gut hochheben, hier in der Mitte. Und dann kann man es irgendwie versuchen zu stabilisieren, halt vorne oder hinten. Von den Spielfunktionen, hinten ist eine Gunbar. Dann habt ihr hier einmal die Türen, die lassen sich so ein- und ausfahren. Tür auf beiden Seiten. Hier ist eine Rampe. Ich schaue mal, ob ich da vernünftig rankomme. Muss mal eben selber hier im Weg schaffen. Die ist einfach nur so eingeklemmt und das funktioniert erstaunlich gut. Also macht ihr wieder zurück und könnt ihr so rausfummeln. Überhaupt kein Problem. Dann, ich denke mal die Hauptspielfunktion oder die hauptbewegliche Funktion hier dran, sind die beiden Gondeln hier. Die lassen sich ein- und ausklappen. Auch relativ weit. Ich guck mal, wie weit ich die da reinbekomme. Auch schon ein Stückchen. Und da sind halt diese Gunner-Gondeln. Wobei ich gerade sagen muss, sind noch keine ganz dran. Ich glaube, das sind eher so Scout-Gondeln, weil hier müssten irgendwie die Schütze liegen. Ja, gute Frage, ehrlich gesagt. Und hier haben wir halt die beiden Hauptblaster. Die sind auch sehr, sehr beeindruckend. Da sind zwei riesige Raketen, die hier oben drauf baut. Die Kuppeln selber sind jeweils zwei so Elemente, die halt auf so Haken eingesetzt werden. Ja gut, bei dem gibt es nicht mehr, aber bei dem unteren kann man das sehen, wie man da aufklappen kann. Wenn ich da mal vernünftig drankomme. Ja, da sieht man es halt. Es sind insgesamt 8 von diesen Gondeln dabei, also jeweils so Halbschalen. Dann vorne die Cockpit-Teile, die sind natürlich total super. Das lässt sich auch so einigermaßen aufmachen, das Cockpit. Also ist in Ordnung. Da passt übrigens auch eine Minifigur rein. Also das Ganze ist halt nicht Minifigure-Scale. Das ist eine gute Frage, in welchem Scale sich das eigentlich bewegt. Weil wie gesagt, die Piloten passen da rein. Das heißt also, der Innenraum ist ein bisschen vergrößert im Gegensatz zum Rest des Modells, damit die Figuren da reinpassen.
Theoretisch passen auch in die Gondeln-Figuren rein, aber die pendeln da so ein bisschen frei rum. Haben also jetzt nicht so den Sitz. Dafür habt ihr hier, und das ist natürlich der Wahnsinns-Hauptvorteil bei diesem Set, das ist der absolute Mini-Figuren-Fresser. Also da passen, weiß ich, wie viele rein. Also ich denke mal, ohne Probleme 20 Klontrooper da reinzupacken, ist auch kein Problem. Ist ein bisschen out of scale, aber das macht ja nichts. Ich versuche das einfach mal jetzt hier so komplett hochzuheben. Jetzt komme ich, denke schon daran, dass die Tür mir entgegenkommt. Also so sieht das Ganze aus. Und man sieht halt das Problem, das Ding ist also in etwa so weit, wie es lang ist. Und daraus wird ja aus quasi ein Element, also ein Lego-Set, das größer ist als ein Goodie-Deckel. Das ist halt wahnsinnig groß, dieses Ding. Und auch, sagen wir mal, ein bisschen schwer zu transportieren. Also so ein kleines Kind oder so kann das schon mal gar nicht hochheben. Dafür, wenn man es einmal irgendwo stehen hat, steht es dann auch sicher. Ich muss sagen, was mir beim Baum ist aufgefallen, ist der ganze hintere Bereich. Das ist wirklich so Oldschool-Lego, einfach nebeneinander stecken. Das funktioniert so bedingt gut. So ein bisschen was bröselt da immer ab. Ich glaube, ich habe auch gerade schon wieder irgendwas gehört, was da durchflattert. Und das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Ich weiß jetzt nicht genau wie. Das ändert aber nichts daran, wie das Modell aussieht. Also es ist halt absolut riesengroß. Was haben wir noch an Funktionen? Hier vorne sind noch zwei Blaster. Die sind super. Schön beweglich, bleiben auch in Position. Ich finde dieses Element hier sehr schick, wie wir es gemacht haben, weil es wird hier diagonal gebaut. Und wenn man es dann draufsetzt, ist es wieder gerade, weil dann die Cockpits halt diagonal sind. Also das ist ziemlich gut. Auch dieses Teil hier oben kommt in einem Bauschritt. Dann, wie ihr seht, hier sind Aufkleber drauf. Die habe ich ja nicht selber angebracht, sondern die waren aus irgendeinem Grund in den verpackten Tüten drin. Hatte ich ja schon mal erwähnt, dass der Verkäufer das irgendwie wieder eingeschweißt haben muss. Und was ich auch meinte, ist halt, dass der Grip so ein bisschen fehlte. Dieser frische, crisp Lego-Grip. Ändert man jetzt daran, also das Ding ist vor allem für den Preis von 250, also gebraucht, total zu empfehlen. Großes Risiko dabei ist natürlich, das hat jetzt auch nicht mehr was mit Gebrauch zu tun, ist, da sind quasi zehn riesige durchsichtige Elemente bei. Ob die heile ankommen, sei mal dahingestellt. Zur Not müsst ihr die bei Lego nachbestellen, weil das sind natürlich auch die teuersten Teile. Ist überhaupt keine Frage. Vor allem diese Cockpits, die sind mit Sicherheit komplett unique. Bei den Gondeln bin ich mir nicht ganz sicher, aber die könnte man vielleicht nochmal irgendwo wieder benutzen. Diese Cockpit-Scheiben hier auf jeden Fall nicht. Und es sind sogar zwei verschiedene. Ich zeige das mal ganz kurz. Das ist einmal so quasi blanko oben drauf. Und dann der zweite Seat, der hat halt nochmal so einen Mittelstreifen. Dadurch wird das natürlich dann noch uniker. Und ist definitiv nur bei dem Set. Ich glaube auch, dass dieses Set im Nachhinein sehr teuer werden wird. Im Moment noch nicht. Hier geht es mal kurz zum Cut im Video. Habe ich nochmal nicht original Lego, sondern von einem anderen Anbieter das andere UCS-Schiff. Das ist in etwa so groß wie dieses neue Coruscant Gunship. Es fällt mir schon schwer, die so von der Größe zu vergleichen, aber es sieht ja ungefähr, wie das so aussieht. Also schon relativ aufwendig, versucht mal ineinander zu halten. Also es ist winzig im Vergleich zu dem Gunship, zu dem UCS-Gunship. Das Kleine ist übrigens auch sehr, sehr gut und auch das Neue finde ich auch cool. Da gibt es natürlich wieder irgendwelche Leute, die da wieder super dran rummeckern, weil Mikrodetails irgendwo nicht richtig sind. Aber ich finde auch das Kleine sehr, sehr gut. Also, wie gesagt, das neue rote Coruscant Gunship kostet, glaube ich, 140. Das Ding kriegt ihr für 250 gebraucht gerade. Und ich glaube auch so findet ihr das brandneu irgendwie zwischen, also schon so ab 100, ab 300, 320 vielleicht, also das lohnt sich. Das ist ein sagenhaft gutes Modell, wie ich finde, aber Wahnsinn. Also der Aufbau ist absolut genial, macht super Spaß, aber es ist halt wirklich ein absoluter Raumfresser. Also es würde mich nicht wundern, wie viele Leute das einfach auch abbauen, nachdem sie es aufgebaut haben, oder zumindest die Flügel abnehmen. Weil das halt absolut unbeherrschbar ist. Das ist halt riesig, das Ding. Absolut riesig. In alle Dimensionen. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen Abend und schönen Gruß aus Hamburg.